Haben uns dann von Anfang an nicht so reingekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren nicht so aktiv in den Zweikämpfen und haben zwar nicht so viel zugelassen, aber dann passiert der Elfmeter, wo eigentlich typisch für uns ist, dann im Gegenzug machen wir nach dem Eckball dann das 1-0, wo eine gute Stimmung war, wo wir dann in der Halbzeit gesagt haben, vielleicht brauchen wir einfach so ein Hallo-Wach-Erlebnis mit dem Elfmeter, dann waren wir da und sprechen in der Halbzeit über manche Dinge und auch vorm Spiel, dass wir bei hohen Bällen, bei Standards wach sein müssen und ja, wenn man dann solche Tore kriegt, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Erste Halbzeit, ich denke mal, wir waren auf jeden Fall nicht so aktiv, wie wir es eigentlich wollten, aber dann hält der Wolle den Elfmeter, super, dann gehen wir noch 1-0 in Führung, das spielt uns eigentlich alles in die Karten und kommen dann aus der Halbzeit raus und ja, geht wieder alles nach hinten los. Wir nehmen uns so viel vor und klappt dann nicht, können es nicht umsetzen. Ist einfach bitter. Ich glaube, es war kein Fußball-Leckerbiss, ne? Es war mit Fußball, Balllaufen war heute nicht so viel. Aber das war, ja, das muss man auch bei so einem Spiel, wenn der Letzte gegen Vorletzten, wo nicht so viel Selbstvertrauen ist, muss man das auch mal in Kauf nehmen. Und wir waren ja auf dem richtigen Weg, aber dann eine zweite Halbzeit ist unerklärlich, wie man solche Tore fressen kann. Wir arbeiten gut unter der Woche, nehmen da viele gute Dinge mit und gehen da eigentlich schon selbstbewusst ins Spiel rein, weil wir wissen, was wir können und dass wir die Punkte holen können oder auch dann zu Hause lassen können. Wir kriegen es ja im Moment einfach nicht auf die Reihe. Da müssen wir uns, wie gesagt, dann die eigene Nase packen und weitermachen. Ja, es geht nicht um einen persönlich jetzt. Es geht darum, dass die ganze Mannschaft, der ganze Verein wieder den Kopf nach oben nimmt. Also das ist nichts aussichtslos. Wir haben noch genügend Spieltage, nur wir müssen schleunigst eine Steigerung zeigen, weil sonst wird es mit Punkten nichts. Ja, aufarbeiten die Fehler, einfach abstellen und versuchen, nächste Woche wieder Vollgas zu geben und dann den Auswärtstreier zu holen.